Es ging langsam auf den Abend zu, wir kamen gut voran und wurden nicht durch eingesickte Feinkräfte oder Fliege aufgehalten. Unser Vorkommando kam uns entgegen, um uns einzuweisen. Wir hielten an, um uns mit unseren Kameraden abzustimmen. Das kleine Dorf war leer, keiner mehr da, einige Gebäude schon beschädigt, aber als Stellung für die Panzer gut nutzbar. Wir zogen weiter und mussten einen großen Bogen fahren damit wir uns nicht mit den Kettenspuren auf den Wiesen verraten würden. Das Dorf bestand nur aus zehn Häusern und ein paar Schuppen, dazu noch zwei große Scheunen. Ich ließ unsere Wagen in der Dorfmitte halten, um mir nochmal ein Bild zu machen. Zwei gute Stellungen hatte ich mir schnell ausgesucht und machte mir Gedanken, wie es weitergehen würde. Auch unsere Versorgungsfahrzeuge waren auf dem Weg. Zwar war das nicht unser Treffpunkt, aber ich wollte unnötige Wege mit den schon stark beanspruchten Kampfwagen vermeiden. Der beschädigte Panther wurde in leere Scheune dirigiert. Wir hatten kaum noch Instandsetzungspersonal vor Ort, aber die Panzermänner kannten auch einige Tricks, um sich selbst zu helfen. Unser Fahrzeug wurde als erstes aufgetankt und die Munition wurde so weit wie möglich aufgefüllt. Ich zeigte dem Fahrer ein Haus, in das er hineinfahren musste, damit wir quasi im Wohnzimmer stehen und durch das große Fenster feuern konnten. Wir drehten den Turm auf 6 Uhr, fuhren in das Haus hinein und es war wie in einer Garage. Trotzdem musste der Panther wieder rauskommen, damit wir die Kampfwagenkanone nach vorne drehen konnten. Ich ließ Rudolf alles dort regeln und er sollte sich auch um ein gutes Schussfeld kümmern. Hinter dem Haus wurden die Büsche dann so gekappt, dass wir kaum zu sehen waren, aber einen großen Bereich abdecken würden. Ich ließ den zweiten Wagen an der Ostseite in Stellung bringen, von dort war die Hauptstraße und eine kleine Brücke abzudecken. Wenn der dritte Wagen noch klar wurde, könnten wir dann in nordwestliche, nördliche und nordöstliche Richtung wirken. Da kommen die nie vorbei, ohne einen hohen Preis zu zahlen. Beide Wagen standen nun in gut getarnten Feuerstellungen. Und in der Scheune waren die Männer dabei, die Kanone vom Schadpanzer wieder flott zu machen. Das Rohr war verklemmt und lief nicht mehr ganz zurück. Irgendwas muss dazwischen klemmen, aber ohne schweres Gerät würde das nicht zu reparieren sein. Ich fragte dann den Ladeschützen, was nach seiner Meinung das Problem war. Durch die Treffer hat sich sicherlich etwas verzogen, meinte er, und durch Dreck und Staub war dann irgendwann der Rücklauf fest. Nun gut, ich überlegte, und etwas später kam einer der Männer auf die Idee, den Panzer vorsichtig mit dem Rohr gegen den großen Feldstein fahren zu lassen, der sich auf der Rückseite der Scheune befand. Natürlich mit Holz als Polster dazwischen und so dann den Rücklauf ganz nach hinten zu schieben. Wir hatten kaum eine Wahl. Entweder geht die Kampfwagenkanone dann ganz kaputt oder der Rücklauf wäre wieder frei. Als es schon fast dunkel war, fuhren wir den Panther heraus polsterten den Stein mit Holzbalken und ließen den Panzer ganz langsam dagegen fahren. Beim ersten Mal bewegte sich nichts. Beim zweiten Anlauf schon ein bisschen. Und beim dritten Versuch gab es ein metallisches Kreischen und die Kanone wurde zurückgeschoben. In der Position wurde dann alles gesäubert und gefettet. Dann wieder Rückwärtsgang und siehe da, die Kanone hatte keine Störung mehr. Hoffentlich haben wir auch das Glück, und die Kanone bringt noch die Leistung, die wir benötigen. Auch hier wurde alles an Munition in den Panzer geladen, und die letzte Verteidigungsstellung wurde eingenommen. Die Männer wurden verpflegt und sollten sich dann bald zur Ruhe begeben. Der Feind würde sicherlich morgen nachsetzen. Unser Nachhut war dann auch schon im Anmarsch, und unser Leutnant der Grenadiere berichtete mir, was noch passiert war. Er war selber verwundet, ein Splitter an der Schulter, aber er meinte dann, es sieht schlimmer aus, als es ist. Dann berichtete er, was im Nachhutgefecht passiert war. Die Briten und Kanadier haben den Angriff abgebrochen, nachdem wir mit Nahkampfmitteln zwei Panzer abgeschossen hatten. Drei weitere waren schon auf Minen gelaufen. Die Besatzungen stiegen im Anschluss aus und wollten sich dann unserem kleinen Haufen ergeben. Wir stellten das Feuer ein und riefen den Panzermännern zu, dass sie zurück zu ihren Linien laufen sollten. Beim zweiten Anruf hatten sie das dann begriffen und die Männer hetzten zurück zu ihren Stellungen. Damit war das auch erstmal erledigt und die Brüder ließen uns in Ruhe. Wir haben dann fix die Verwundeten eingeladen und den SPW losgeschickt. Jetzt war es schon 22 Uhr und vor morgen früh wird hier sicherlich nichts mehr passieren. Ich schickte den Leutnant mit den anderen Verwundeten zurück, ein Oberfeldwebel übernahm die Grenadiere. Der Mörserzug war auch mit von der Partie, leider hatten die auch keine Munition mehr für ihre Werfer und somit mussten sie dann als Infanterie herhalten. Die paar Pioniere, die wir noch hatten, sollten ihre letzten 20 Minen vor unserer Stellung verlegen. Ich gab den Mörsertrupp als Butler mit. Bis Mitternacht waren auch die Minen verlegt und wir konnten endlich ein paar Stunden Schlaf finden. Rudolf brachte mir noch etwas Eintopf, als ich über den letzten Meldungen saß. Die gefallenen Liste macht mir Sorgen. Wenn das so weitergeht, haben wir in wenigen Tagen keine Leute mehr, die am Boden kämpfen. Ohne Infanterie wird der hinhaltende Kampf schwer werden. Irgendwann legte ich mich dann auch endlich hin und wurde erst um 7 Uhr morgens vom Lärm eines Schützenpanzerwagens geweckt. Der kam wieder zurück, nachdem er unsere Verwundeten nach hinten gebracht hatte. Aus dem Heck stiegen nochmal acht Mann aus, alle schwer bewaffnet, mit Panzerfäusten und Ofenrohren ausgerüstet. Ein Unterscharfführer mit seinem Vernichtungstrupp meldete sich bei mir. Ich konnte mich noch gut an die SS-Truppe erinnern, die todesmutig die feindliche Stahlkolosse von den Straßen der Normandie gefegt hatte. Ich zeigte ihm dann unsere Stellung und dass er nur dann zum Zuge kommen würde, wenn wir abrücken würden. Bis dahin sollten wir mit den Panthern den Feind niederhalten. Auch mussten wir zusehen, dass uns die Aufklärer nicht fanden, sonst würden die das Dorf in Schutt und Asche bomben. Der Vormittag war vom schlechten Wetter geprägt, es nieselte und ich blieb die meiste Zeit in der großen Scheune. Mehr als abwarten konnten wir nicht. Heute Mittag würde sicherlich der Feind wieder vorfühlen und dann konnten wir nur noch reagieren. Aber es kam mal wieder anders: Im Osten waren Kampfgeräusche zu hören. Neben uns lagen noch Luftwaffensoldaten, die mit ihren Geschützen die Hauptstraßen sicherten. Von dort war der Kampflärm zu hören. Ich ließ zwei Mann mit einem Krat losbrausen, um zu schauen, was dort drüben los war. Nach einer halben Stunde kamen die wieder zurück. Im Beiwagenkrat lag der eine Kamerad mit einer großen Schusswunde im Brustkorb. Blut lief aus seinem Mund, aber er lebte. Der Fahrer hatte nur einige Spitze abbekommen, sah aber nicht gut aus. Atemlos berichtete er, dass sie kurz vor der Nachbarkompanie auf ein Rudel Panzer und Spähpanzer getroffen seien. Die haben sofort geschossen und er konnte gerade noch die Maschine herumreißen sonst wäre er von den Panzerkanonen in Stücke geschossen worden. Die feindlichen Turm-MGs haben dann hinterher gefeuert und dabei ist der Beifahrer getroffen worden. Also war die Nachbareinheit überrannt und wir stehen hier auf verlorenem Posten. Nun gut, ich schickte meine beiden Panther auf den Weg zur Nachbareinheit. Und auch den SPW ließ ich mit den SS-Männern hinterherfahren. Feind in die Flanke fallen, wenn möglich. Wir halten hier die Stellung, falls sie uns nochmal frontal angreifen. Ich hatte jetzt nur noch fünf Mann, einen Panther und ein paar Minen, die uns schützten. Das war kein ausgeglichener Kampf mehr, nur noch ein Aufbäumen aus Verzweiflung. Keine Verstärkung mehr, die uns helfen würde, nur noch Rückzug und die neue Verteidigungsstellung erreichen. Ich hoffte ja, dass wir noch einen Tag verzögern konnten und dann irgendwie heil aus dieser Sache herauskommen würden. Schon hörte ich die Panzerkanonen feuern. Die können höchstens ein paar Kilometer weit gekommen sein. Immer wieder mischte sich ein Gehfeuer mit den Abschüssen der Panzerkanonen ab. Ich wurde unruhig und ging zu unserem Panzer. Rudolf stand im Turm und ich erklärte ihm, wie die Lage war. Wenn es hier losgehen würde, dann mussten wir so lange wie möglich aushalten. Danach wäre nur noch die Flucht möglich. Die Grenadiere sahen mich fragend an. Ich wusste, dass sie Zweifel hatten, aber es musste nun mal sein. Der Kampflärm vererbte und ich wartete auf Meldung. Dann hörte ich Motorengeräusche und nur der SPW kam zurück. Drei Panzerleute waren aufgesessen, dazu die Männer des Vernichtungstrupps. Der Kommandant vom Panzer mit der Kanonenstörung kam zu mir gelaufen und berichtete: Feindpanzer, knapp acht Kilometer östlich von uns. Drei konnten wir abschießen, dann traf es den Kameradenpanzer im Turm und der wurde abgerissen. Da kam keiner mehr raus. Wir rollten dann zurück auf den Weg, bekamen mehrere Treffer ab und der Motor starb. Keine Möglichkeit, ihn wieder anzulassen. Ich ließ ausboden und in dem Moment erwischte uns eine weitere Granate. Fahrer und Funker wurden von dem auftreffenden Geschoss getötet. Wir waren schon rausgesprungen und schlugen uns durch die Büsche bis zum SPW. Sprengen war nicht mehr möglich. Die im Schützenpanzerwagen haben auch nichts abbekommen, die waren zu weit weg. Verdammt nochmal. Jetzt wird es wirklich eng. Nun gut, drei Freiwillige bleiben bei uns, der Rest sitzt auf und verdrückt sich, soweit es geht, nach hinten. Wenn möglich bis zur Packstellung, die hoffentlich an dem vereinbarten Treffpunkt in Stellung gegangen war. Schon rief Rudolf mir zu: Feindpanzer von Norden kommt! Los brüllte ich, ab dafür! Die SS-Männer sprangen alle ab und gingen in Stellung. Ich brüllte, dass ich nur drei Mann brauchen würde. Der Unterscharführer ginste mich an. Und mit Todesverachtung im Blick rief er mir zu: Wenn schon sterben, dann alle zusammen. Schon war er in den Büschen verschwunden. Na gut, ich machte ein paar Sätze und kletterte in dem Wohnzimmer über das zerbrochene Mobiliar auf das Heck vom Panther. Schnell war ich auf meinem Sitz und Rudolf sprach den ersten Cromwell an, der über das Feld auf uns zujagte. Die denken sicherlich, die Tür wäre hier offen, gab Rudolf über den Bordfunk durch. Möglich, entgegnete ich. Sieh zu, dass du mit der besonderen Optik auch was triffst. Rudolf drückte die elektrische Abfeuerung, nichts passierte. Die Elektrik war ausgefallen, Hydraulik war auch weg, der Motor hustete noch dann Stille. Notabfeuerung und schon du die Panzergranate auf den Gegner zu und vorbei. Nur ein paar Zentimeter. Ich schwitzte. Der Turm ruckte einen Millimeter nach rechts, schon war der nächste Schuss geladen und das glühende Geschoss verließ das Rohr. Der saß. Kein Durchschlag, aber die Ketten vom Feindpanzer waren ab. Jetzt schoben sich ein paar Shermans auf das Feld. Zwei Schuss gingen noch raus, ein Sherman brannte und dann ging nichts mehr. Der Panzer streikte endgültig. Ich rief nur noch, dass wir jetzt aussteigen, Sprengladung klar machen. Wir packten unseren Kram, hechteten aus dem Kampfwagen heraus. Der Unterschaftsführer kam angerannt und rief, bloß nicht sprengen, die werden sich auf den Panther einschießen und wenn die dann näher herankommen und in den Minen hängen bleiben, können wir noch ein paar Grüße aus unseren Panzerfäusten loswerden. Dann sprengen wir. Gut, mein Fahrer wollte bleiben und später sprengen. Ich war einverstanden und wir anderen machten uns auf den Weg. Ich gab den Männern noch das Versprechen, auf jeden Fall ein Fahrzeug zu schicken, um die letzte Nachhut einzusammeln. Durch den Bachgrund würden sie zurückgehen, das wäre der einzige Weg. Ich nickte und wir machten uns auf den Weg. Die ersten Treffer schlugen gegen unseren Panzer, viele gingen in die Ruine und man hörte den Einschlag heraus, wenn es ein Mauertreffer war. Ein paar trafen an den Turm und sausten in alle Richtungen. So würden die Banausen den nie knacken. Wir waren schon ein paar Kilometer weg, da wurde auch dort der Kampflärm weniger. Sicher hatten die anderen gemerkt, dass der Panther nicht mehr zurückschießt. Jetzt sitzen die Panzervernichtungstrupps sicherlich in ihren Löchern und warten, bis die Feindpanzer herankommen. Rudolf fragte dann sichtlich außer Atem nach dem schnellen Tempo, ob ich glauben würde, dass die Jungs noch zurückkommen. Ich war nicht sicher und meinte, dass wir auf jeden Fall einen Wagen schicken würden. Ein paar Minuten später hörten wir noch eine gedämpfte Explosion. Wir schauten zurück und Rudolf meinte nur: Panzermine.